Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Anleitungsvideo. Es soll heute darum gehen, wie die in der Präsentation gezeigte Struktur, das heißt dieses Entity-Relationship-Modell, das wir hier sehen, das wir in den anderen Videos dann in ein relationales Datenmodell überführt hatten. Das ist praktisch die Vorarbeit für die Erzeugung der Datenbank in Form einzelner Tabellen wiedergibt, wie wir dieses relationale Datenmodell, das wir aus dem Entity-Relationship-Modell gewonnen haben, das auch die Beziehungen beinhaltet, in eine Datenbank, in einem Datenbankmanagementsystem überführen. Dazu brauchen wir das Datenbanksystem hier von LibreOffice, das Base, LibreOffice Base Datenbank, öffnet sich ein Assistent. Hier gibt es nicht viel zu tun. Wir wollen eine neue Datenbank erstellen und die soll also angemeldet werden. Das ist wichtig, dass wir sie benutzen können und wir wollen sie auch gleich zum Bearbeiten öffnen. Dann müssen wir jetzt hier einen neuen Namen vergeben und ich nenne das mal DB Schule. Speichern, das gibt es bei mir schon, überschreiben. Kein Problem, ansonsten wird das angelegt und hier passiert was, was durchaus ab und zu passieren kann. Es wird eine Java-Laufzeitumgebung, eine JRE, benötigt, damit das funktioniert. Und die ist hier defekt und ich soll mir also eine andere Version wählen, wie man eine JRE auf seinem Computer installieren kann, vorausgesetzt man hat das LibreOffice auf dem Computer installiert. Oder wie man eine solche Java-Laufzeitumgebung auf dem Portable Apps Menü integriert. Das zeige ich in einem anderen Anleitungsvideo hier an dieser Stelle. Möchte ich nur kurz zeigen. Wir können also jetzt erstmal versuchen, vorausgesetzt die Java Runtime Environment, JRE oder auch Laufzeitumgebung ist installiert auf dem USB-Stick. Dann können wir über Extras Optionen bei der Einstellung LibreOffice erweitert. Mal kurz schauen. Dauert einen kleinen Moment. Der sucht also nach Laufzeitumgebungen. Und an dieser Stelle könnte ich also jetzt sagen, füge doch die hier mal hinzu. Die ist auf dem Speicherort E. E ist mein USB-Stick. Die ist auf dem Computer hier installiert und die ist auch auf dem Computer installiert. Ich hoffe mal, dass die auf meinem USB-Stick funktioniert. Ich nehme die hier also, gehe auf OK und hoffe, dass das jetzt geht. Jawohl. Ich habe nämlich jetzt hier die Möglichkeit, wenn ich hier links, dass die Hauptmenüpunkte auswähle, hier auch entsprechend zu arbeiten. Gut, damit habe ich also das Problem umschifft. Wie ist mein Datenbankmanagementsystem aufgebaut? LibreOffice Base, Titelzeile, Menüzeile, Symbolleisten kennt ihr. Arbeitsbereiche sehen hier etwas anders aus. Wichtig ist dieses Hauptmenü zum Thema Datenbanken. Datenbanken bestehen aus Tabellen. Man kann die Tabellen mit Hilfe von Formularen füllen. Wichtig ist, dass man dann natürlich die Datenbanken auch entsprechend abfragen kann und vielleicht sogar Berichte drucken kann. Aus der Sicht ist die Reihenfolge hier vielleicht nicht ganz schlüssig, aber sie ist so vorgegeben von einem anderen Standard-Datenbank-Management-System, nämlich dem Microsoft Access, das hier schon eine Art Standard darstellt. Beginnen wir also damit, unsere Datenbankstruktur hier umzusetzen. Wir brauchen also 1, 2, 3, 4, 5 Tabellen mit diesen Spalten und dann legen wir also auch gleich die erste Tabelle an, Zimmer, Zimmernummer, Art, Klassenbezeichnung. Also Tabelle in der Entwurfsansicht erstellen, das sieht dann so aus. So, und ich lege mir das mal nebeneinander, damit ich es besser sehen kann erstmal.
Gut. So, also die Tabelle soll enthalten die Zimmernummer und hier müssen wir den Typ angeben, das heißt, welche Art von Information soll hier gespeichert werden. Zahlen heißt ganze Zahlen, Integer ist hier für solche Schlüsselfelder, wie es da hier eins sein soll, Primärschlüssel zu bevorzugen. Ich schreibe mir hier mal noch einen kleinen Kommentar dazu, Primärschlüssel. Das reicht natürlich noch nicht. Damit das Feld zum Schlüsselfeld wird, muss ich hier mit der rechten Maustaste draufklicken und hier im Kontextmenü Primärschlüssel auswählen. Jetzt ist das ein Primärschlüsselfeld. Ich möchte mich in Zukunft nicht um dieses Schlüsselfeld kümmern müssen. Deswegen gebe ich hier unten bei den Feldeigenschaften an, ja, dieses Feldschlüssel soll automatisch erzeugt werden. Das heißt, wird ein neuer Datensatz erzeugt, wird auch ein neuer Eintrag in dieses Feld geschrieben. So, dann geht es weiter. Die Art des Zimmers, das soll ein variabler Text sein. 100 Zeichen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir können es gerne stehen lassen. Da könnte ich mir also vorstellen, die Art Fachkabinett oder Medienkabinett, Fachkabinett mit Medienausstattung etc. kann man also hier beschreiben, welche Art das Zimmer hat. Und hier geben wir noch die Möglichkeiten vor, einen Fremdschlüssel zu integrieren. Die Klassenbezeichnung soll var character sein, also aus Zeichen, aus Text bestehen. Character steht hier für Text, var steht für variable Textlänge. Hier gebe ich mal vor, ja, Zimmer sollen bei uns an der Schule nicht mehr als 25 Zeichen lange Namen haben. Das sollte ausreichen. Und dann bin ich mit dem Anlegen fertig. Nicht jedes Zimmer ist ein Klassenzimmer, deswegen ist auch hier die Eingabe nicht unbedingt erforderlich. Und auch hier könnte ich jetzt natürlich sagen, da muss eine Eingabe erfolgen, will ich aber an der Stelle nicht, wenn ich mal schnell ein Zimmer noch anlegen will oder was, dann muss ich das nicht extra kommentieren. Aus der Sicht habe ich jetzt die Tabellenstruktur soweit angelegt und kann sie jetzt speichern. Werde ich nach dem Namen der Tabelle gefragt, der soll lauten Zimmer. Somit hätte ich jetzt die erste Tabelle angelegt, hier in unserer Datenbanktabelle, ich muss das mal ein bisschen wegrücken hier, sehen wir, gibt es jetzt die Tabelle Zimmer. Dann kann ich das hier schließen und kann die nächste Tabelle, nämlich die Tabelle Klasse, erzeugen. So, die Tabelle Klasse, auch hier muss ich mal schnell das wieder vorholen, soll das Feld KL-Betz haben. Da hat man vorhin schon festgelegt, vom Typ var-Character und in der Länge 25. Die Eingabe ist erforderlich, das ist wichtig, weil das ist ein Primärschlüssel. Ich darf auch nicht zweimal dann den gleichen Eintrag hier verwenden. Deswegen mache ich mir hier mal den Kommentar Primärschlüssel. Ja, und die Klasse hat lediglich noch ein weiteres Feld, das ist der KL-Leiter, das ist der Klassenleiter. Und der Klassenleiter bekommt als Verbindung zum Lehrer, das haben wir jetzt hier nicht mit dargestellt. Dann mal eine 1 zu 1 Beziehung, also brauche ich die Lehrernummer. Da das eine Nummer ist, sage ich, die ist vom Typ Integer. So, nicht jede Klasse hat einen Klassenleiter, doch sie hat, also muss einer vergeben werden. So, und dann sind wir also mit der Klasse auch schon fertig. Das ist die gewesen, die Tabelle Klasse erledigt. Ich habe hier zwei Fehler. Fehler, das ist kein Primärschlüssel. Das hier muss der Primärschlüssel sein. So, also nochmal, Klasse. Okay, jetzt ist es auch sauber gespeichert worden.
Ich habe hier die Tabelle Klasse und speichere das Ganze jetzt ab. Gut, im nächsten Video zeige ich dann, wie die restlichen drei Tabellen angelegt werden, damit das hier nicht so lang wird. Und werde dazu aber nicht mehr viel sagen, sondern in aller Regel dann nur noch das Allernötigste. Also erstmal diese beiden wichtigen, grundlegenden Objekte anlegen. Zimmer, Klasse.